Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute gibt es ein Thema, das für die Anfänger geeignet ist, nämlich die 5 krassesten Anfängerfehler in der Bildbearbeitung und ganz besonders in Lightroom. Viel Spaß damit! Ja, ich sehe es immer wieder bei Anfängern und ich habe diese Fehler tatsächlich auch selber alle gemacht, als ich mit der Bildbearbeitung angefangen habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein kleines Video dazu, damit du, wenn du jetzt Anfänger bist, diese Fehler von Anfang an vermeiden kannst. Ich denke, da kannst du eine Menge Zeit und eine ganze Menge Geduld dir sparen, indem du halt diese Fehler von Anfang an nicht machst. Ich habe zu dem Thema Lightroom auch gerade übrigens einen Videokurs rausgebracht und wenn du noch Anfänger bist in der Bildbearbeitung, dann solltest du diesen Kurs auf jeden Fall dir mal reinziehen, denn in diesem Kurs geht es wirklich um Lightroom von A bis Z. Ich werde dir da die wichtigsten Funktionen beibringen und das schnell und effizient. Also wenn du da noch nicht so fit bist, dann schau auf jeden Fall mal in meinem Online-Store vorbei. Jetzt lass uns anfangen mit den 5 krassesten Anfängerfehlern in der Bildbearbeitung und in Lightroom. Fehler Nummer 1, die Tiefen und die Lichter immer auf Minus und Plus 100 stellen. Ich zeige dir das mal ganz kurz anhand dieses Bildes jetzt hier. Da werde ich jetzt einfach mal die Tiefen komplett auf Plus 100 stellen und du siehst schon, ja, wir kriegen sehr viele Details rein. Und wenn ich jetzt noch die Lichter auf Minus 100 stelle, dann sieht das Ganze irgendwie extrem unrealistisch aus. Und es hat eigentlich nichts mehr wirklich mit einem gut aussehenden Foto zu tun, sondern es hat diesen komischen HDR-Look, der mir persönlich gar nicht gut gefällt. Ich weiß, es gibt einschlägige YouTuber, die darauf schwören, diese Formel so anzuwenden mit Minus 100 und Plus 100. Und ich war tatsächlich auch selber mal dabei, das so zu machen. Aber inzwischen sage ich wirklich, es ist völlig übertrieben. Und es gibt dem Bild so einen komischen Look. Und wenn du jetzt hier mal reinzoomst, dann siehst du hier gerade am Horizont, dass es an den Rändern auch so eine komischen Halo-Effekte irgendwie gibt. Gerade hier am Horizont siehst du das, dass da hier so ein heller Schimmer erscheint, der da eigentlich gar nicht hingehört. Und von daher solltest du darauf achten, Tiefen auf Plus 100, Lichter auf Minus 100 so ein bisschen zu vermeiden. Mach es einfach ein bisschen weniger. Also es reicht auch, wenn ich hier die Tiefen auf Plus 50 stelle und die Lichter vielleicht hier auf Minus 60 oder so. Dann bekommt man ein wesentlich besseres Ergebnis hin und dieser Halo-Effekt hinten am Horizont, der ist auch nicht mehr da. Fehler Nummer 2 ist das überdimensionierte Nutzen von dem Klarheitsregler. Und ich sage dir ganz ehrlich, lass es bleiben, wirklich. Der Klarheitsregler ist mit Vorsicht zu genießen, der ist an manchen Stellen richtig cool, aber wenn man ihn auf das gesamte Bild anwendet und dann auch noch übertrieben doll, sieht das Ganze einfach scheiße aus. Sorry, wenn ich das Ganze jetzt mal so sage, aber es ist einfach wirklich so. Am besten noch in Kombination mit den Tiefen auf Plus 100 und den Lichtern auf Minus 100, dann sieht das Ganze noch besser aus. Wenn ich jetzt mal so richtig schön den Klarheitsregler aufziehe, dann siehst du, was bei rumkommt. Also erstens mal wird dieser Halo-Effekt hier hinten am Horizont noch verstärkt. Die Wolken sehen richtig komisch aus und auch die Stadt hat irgendwie jetzt einen ganz komischen Effekt. Jetzt ist der HDR-Effekt, den man eigentlich vermeiden möchte, perfekt. Aber viele Anfänger finden das gerade ansprechend, weil das ein Look ist, den man jetzt nicht so alltäglich sieht, weil man erstaunt ist, wie viel man aus den RAW-Dateien rausholen kann, wie viel man mit den Bildern machen kann. Aber Leute, ganz ehrlich, es ist zu viel, es ist too much. Und deswegen versucht da wirklich das Ganze ein bisschen stilvoller anzuwenden. Also ich kann die Clarity auf plus 20 stellen, die Tiefen, wie gesagt, mal hier so auf plus 50, die Lichter auf minus 50 oder minus 60 von mir aus, dann sieht das Ganze doch gleich viel besser aus. Wenn ich jetzt mal ein Vorher-Nachher mache, dann habe ich immer noch sehr viel aus meinem Foto rausgeholt. So sah das Bild mal unbearbeitet in der RAW-Datei aus und so sieht es jetzt aus. Wir haben viel mehr Details, aber es sieht nicht so unrealistisch aus. Von daher ruhig angehen lassen, auch mit dem Klarheitsregler. Übrigens, das Gleiche auch andersherum. Es gibt viele Leute, die diesen Klarheitsregler auch negativ anwenden wollen, aber auch bei negativ 100 sieht das Ganze einfach extrem unrealistisch aus. Dann kommen wir auch schon zu dem Fehler Nummer 3 und da geht es dann um die Porträtbearbeitung, genauer gesagt um die Hautretusche. Ich habe jetzt hier mal so ein Porträt offen, das ist übrigens auch ein Porträt, was ich in dem Lightroom-Kurs hier bearbeite. Alle Fotos, die ich jetzt hier gerade gezeigt habe, sind auch in diesem Lightroom-Kurs mit dabei und übrigens auch als RAW-Dateien mit in dem Download mit dabei. Das heißt, ihr könnt an diesen Bildern auch wirklich mitarbeiten. Kommen wir aber zu dem Fehler Nummer 3 und das ist die Hautbearbeitung. Ich habe jetzt hier ein wunderschönes Model, was natürlich auch wie jeder Mensch auch so ein paar kleine Hautunreinheiten hat. Und da ist man ja geneigt als Fotograf, als Bildbearbeiter, die Haut immer so ein bisschen weich zu zeichnen. Und es gibt da auch tatsächlich eine Möglichkeit in Lightroom, wenn ich jetzt hier mal den Pinsel nehme, dann gibt es hier tatsächlich auch ein Preset
und das nennt sich hier Hautweichzeichnen. Da wird die Klarheit auf minus 100 gesetzt und die Schärfe auf 25. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt hier einmal so drüber male, können wir mal ganz schnell hier machen, ich mache jetzt mir wirklich nur so ganz grob hier mal, gehe ich einmal über die Haut rüber, ist automatisch Maskieren auch angewählt, das heißt, das Ganze wird relativ gut von Lightroom hier erfasst. So, und jetzt blende ich hier mal die Überlagerung aus und du siehst jetzt, was passiert ist. Ich zoome mal näher ran. Die Haut von dem Model ist jetzt so krass weich gezeichnet, dass man überhaupt keine Poren mehr sieht. Und das ist extrem unrealistisch. Kein Mensch sieht so aus. Das ist einfach nur ein Barbie-Puppen-Effekt, der einfach nicht gut aussieht. Von daher wirklich meine Bitte an dich, beziehungsweise mein Tipp an dich, stell hier die Klarheit auf keinen Fall auf minus 100, sondern geh das auch mal hier ein bisschen lockerer an, mach's mal mit minus 40, die Schärfe vielleicht noch ein bisschen mehr, damit ein paar Poren noch erhalten bleiben. Vielleicht gehe ich mit der Klarheit sogar noch ein Stück weiter runter auf minus 25. Dann haben wir hier ein wesentlich besseres Ergebnis, was nicht ganz so krass ist. Und wenn ich jetzt hier mal vorher nachher mache, dann haben wir die Haut immer noch ein bisschen weich gezeichnet, aber bei Weitem nicht so krass wie gerade eben. Fehler Nummer 4 hat auch was mit der Porträtretusche zu tun und das sind weiße Augen. Wer kennt das nicht? Wer hat das nicht schon mal gesehen in irgendeinem Forum oder bei Facebook und so weiter, wenn da Bilder gepostet werden, dass Menschen auf Fotos drauf sind, die wirklich komplett weiße Augen haben? Das geht doch gar nicht. Das sieht völlig unrealistisch aus. Ich kann das mal ganz kurz demonstrieren, wie das dann aussehen würde. Ich nehme hier einfach mal so einen Radialfilter, resette den mal komplett mit gedrückter Alt-Taste, mache jetzt hier mal die Belichtung wirklich ein Stückchen höher und ziehe dann jetzt hier einfach mal so einen Filter auf. Legen wir den jetzt hier einfach mal so drüber. Genau. Jetzt machen wir einfach mal hier, um das auch ein bisschen zu übertreiben. Also ich übertreibe jetzt hier natürlich auch immer so ein bisschen, Leute, ja, nicht denken, dass ich jetzt total bescheuert bin, sondern das mache ich jetzt hier auch mal wirklich zu dem Zweck des Videos. Ich dupliziere das Ganze nochmal und lege es dann vielleicht noch hier einmal aufs andere Auge. Und das Ganze sieht unrealistisch aus. Guckt euch das an. Jetzt werden viele denken, naja, so würde ich niemals bearbeiten. Gut so. Aber ich sehe es immer wieder, dass Leute, dass Anfänger das machen. Weil es wird immer gesagt, man kann die Augen so ein bisschen aufhellen, aber es ist auch in dem Fall wieder zu doll. Es ist einfach unrealistisch, wenn hier das Augenweiß wirklich 100% weiß ist. Beziehungsweise werden auch die Augen niemals so sehr schimmern. Ja? Also man muss das halt immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Von daher kann ich dir hier nur empfehlen, die Belichtung einfach wieder so ein Stück drunter zu setzen. Vielleicht so eine halbe Blendenstufe. Das ist realistisch. Das kann man machen, aber bestimmt nicht 1,5 oder 2 Blendenstufen hier in der Belichtung hochdrehen. So, hier haben wir jetzt ein schönes Ergebnis, was auch noch einigermaßen realistisch aussieht. Also immer schön sachte mit der Bildbearbeitung. Fehler Nummer 5, das ist das Überschärfen von Fotos. Ich habe jetzt hier mal ein Bild geöffnet aus Dubai, das habe ich auch schon so ein bisschen bearbeitet. Und ich gehe jetzt hier einfach mal rein in die Detailspalette. Du kennst das ja vielleicht aus meinen vorherigen Videos, ich sage immer so ein Betrag von 80 ist super. Und dann maskiere ich das Ganze hier noch so ein bisschen aus. In dem Fall bin ich hier auf 49 vom Maskieren gegangen. Viele Leute finden aber, dass das Bild richtig knacke scharf sein soll. Und dabei verrennen sie sich leider immer so ein bisschen. Und ich zoome jetzt hier mal so ein bisschen weiter rein. Und viele fangen dann auch an, zum Beispiel noch den Radius nach oben zu drehen. So, was jetzt aber passiert, wenn ich den Radius hochdrehe, die Schärfe wird rauer. Also das Ganze wird wesentlich rauer dargestellt, beziehungsweise die einzelnen Kanten werden halt ganz anders betont. Also der Radius stellt ein, wie viel Schärfe, wie viele Pixel Schärfe an den Kanten jeweils dann vorhanden sind. Und wenn ich hier auf 3 Pixel stelle, dann habe ich also 3 Pixel, die heller bzw. dunkler werden an den Kanten. Das erzeugt ja die Schärfe und genau das ist der große Fehler, denn dann sieht das Ganze wesentlich unrealistischer aus. Wenn ich jetzt am besten noch den Betrag hier so ein bisschen höher stelle und dann das Maskieren mal runternehme, dann siehst du, was hier passiert. Das Ganze wirkt wirklich überschärft. Ich hoffe, man sieht das jetzt überhaupt in dem Video hier einigermaßen, aber ich kann dir sagen, hier in echt auf dem Foto sieht es wirklich komplett überschärft aus. Und ich gehe jetzt noch ein Stück weiter und bringe jetzt hier auch sogar noch ein paar Details rein. Diesen Regler fasse ich ja normalerweise nie an. Aber du kannst es jetzt auch sehr schön hier am Himmel sehen. Also im Video wirst du es jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber ich sehe es jetzt hier im Himmel. Wenn in dem Himmel eine gewisse Textur dann vorhanden ist, also so ein Grundrauschen einfach, dann weiß ich, dass ich überschärft habe. Und
Das kriege ich jetzt auch nicht nur mit dem Maskierenregler wieder raus, sondern da muss natürlich auch der Radius wieder so ein bisschen runtergestellt werden. Also ich bin eigentlich kein Freund davon, den Radius größer als ein Pixel zu machen. Die Details, da kann man sich streiten, die kann man auch so ein bisschen reinbringen. Und dann würde ich das Ganze auf jeden Fall auch wieder mit gedrückter Alt-Taste hier ausmaskieren, dass das Ganze nicht im Himmel drin ist. Auch der Betrag von 140, den finde ich in dem Fall hier viel zu doll. Also über 100 würde ich nie gehen, zwischen 80 und 100, das ist so ein Betrag, den kann man machen ohne Probleme. Aber wie gesagt, übertreibe es nicht in der Schärfe. Das waren jetzt mal 5 Anfängerfehler in der Bildbearbeitung. Ich hoffe, es hat dir so ein bisschen geholfen und vielleicht war auch das ein oder andere noch mit dabei, wo du selber jetzt festgestellt hast, okay, das ist bei mir selber noch nicht so hundertprozentig und da kann ich vielleicht mir so ein bisschen was rausziehen und es beim nächsten Mal besser machen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und wenn du zum Thema Lightroom mehr wissen möchtest, wie gesagt, ich habe vor ein paar Tagen meinen Videokurs zum Thema Lightroom rausgebracht. Da kannst du alles über das Programm lernen, was du wissen musst, um gleich durchzustarten. Das Ganze geht 3,5 Stunden, alle RAW-Dateien sind mit dabei und du kannst danach wirklich mit Lightroom perfekt umgehen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben. Wenn du noch Fragen hast, gerne unten in die Kommentarbox. Und ansonsten natürlich auch den Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, denn es gibt jede Woche 2 neue Videos. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten deiner Fotos. Ciao.